Wir befinden uns an Tisch 26. Ich habe schon wieder ein Video mit Zoo angefangen, das ist voll eine schlechte Angewohnheit. Aber vollkommen egal. Immer noch Spieler, die man auch mal weiter vorne gesehen hat. Na gut, kann ja noch alles passieren, ist erst Runde 4. Kommen wir übrigens nicht so toll voran, es ist Runde 4 und es ist gerade irgendwie 4.15 Uhr. Ich muss um 8 Uhr weg, das heißt, vom Finale gibt es dann wahrscheinlich kein Feature-Match oder so. Oder jemand anders schreibt es. Müssen wir mal gucken. So, hier weiter vorne ist jetzt ein bisschen eng, weil quasi jeder über die Schultern seiner Freunde schauen will, was denn genau abgeht. Nein, auch Björn. Er schaut gerade mittelmäßig begeistert aus. Er spielt gegen Burner. Das glaube ich nicht das Übermatchup. Er hat gewonnen. Achso. Das ist aber jetzt, zweite Runde habe ich jetzt gewonnen, aber das ist egal, weil er hat gewonnen. Ja. Gut, Björn hat verloren. Dummer Fehler. So passiert. Da drüben steht übrigens auch Harty, der ist die ganze Zeit schon in dem Eck. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Das könnte theoretisch was damit zu tun haben, dass Pial Pyrus da sitzt. Ja. Harty hat da quasi ein Auge drauf. Jetzt wird hier auch fest zusammengemischt, schon hier weiter vorne. Mahili sieht auch ganz glücklich aus, der scheint gerade das Duell gewonnen zu haben und muss boarden. Ja, hier wird auch geboren. Also hier irgendwie gerade großes Fertigmachen für Duell Nummer 2. So, dann gucken wir nochmal zur Anmeldung rüber. Da sind jede Menge Staffhelfer, nämlich zum Beispiel die Martina. Bitteschön. Hier noch das Side-Event. Das ist der Oliver, der Hallo. Hat ein Talent dafür, mich in den ungünstigsten Situationen zu filmen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Einen schönen Menschen entstellt nichts. Ja, ist okay, ess einfach. Was ist das denn? Nadim hat schon gegessen und Fabian wollte die ganze Zeit schon essen, aber hat es noch nicht geschafft. Das ist richtig. Das Essen bei solchen Veranstaltungen ist schwierig. Ich scorekeepe immerhin hier 2 Events, dann will ich noch Headshots von mindestens einem. Ja, wie groß sind die Events? 110 und 20 Teilnehmer. 110 und 69 hatten wir zu Start. Oder 73 beim Side-Event. Ja. Gar nicht so wenig. Jetzt geht es mal an Tommy weiter, der lacht dich aus. Wir möchten natürlich, ich sage ja, scorekeepen, Headshotsen, organisieren und auch noch allen Leuten in den Arsch treten. Also du machst noch mehr. Das ist richtig. Ich meine, du bist natürlich auch alleine, das ist so ein bisschen One-Man-Show, das ist schon klar, aber... Ja, ich finde also so unglücklich, dass ich so früh gehen muss. Wahrheit wirst du wahrscheinlich nicht so viele Artikel schaffen, wie du es sonst in deinen Hochzeiten geschafft hast. Das stimmt nicht. Das glaube ich schon. Geh weg. So, Martina isst immer noch. Dreht sich jetzt auch nicht mehr um, die ist jetzt böse auf mich. Jetzt gehört. Siehst du? Das ist stimmt. Die essen hier gerade alle Helfer, wie man sieht. So, ja, Runde 4 läuft. Hier gibt es nicht mal mehr Essen. Ja, stimmt nicht. Nur noch Kuchen vorne. Ja. Scheiße, das ist ein Event ohne Verpflegung. Das ist scheiße, das kann ich nicht mehr kritisieren. Alles mal auf, Ruhe. Ich kritisiere das. Weg, Michel. Ja, ich mache jetzt aus, bevor Michel noch mehr rummeckert und stänkert. Echt schlimm. Das ist ein Beispiel, Michel hier. An anderen nicht. Tschüss.